Hey, ho Kartoffeln, ein weiteres Red Dead Redemption 2 Online-Videos heute für euch im Start. Was ja immer der große Vergleich ist, ist natürlich von Red Dead zum großen Bruder GTA Online. Aber der Vergleich ist nicht immer fair, weil natürlich mittlerweile schon 6-7 Jahre an Content da sind, was GTA Online betrifft, und Red Dead Online hatte eine wesentlich kürzere Zeit. Deswegen muss man ja eigentlich immer vergleichen, was GTA Online in den ersten 2 bis 2,5 Jahren geschafft hat und das dann mit den 2,5 Jahren von Content in Red Dead Online vergleichen. Und da gibt es glücklicherweise einen Artikel, der kürzlich rausgekommen ist, der genau das tut, den ich gerne mal mit euch durchgehen würde. Also hier kein Mecker-Video, einfach mal gucken, was so faktisch wirklich rausgekommen ist, wo die Stärken von GTA Online liegen, wie sich das so über die Jahre entwickelt hat, aber eben auch, was Red Dead Online in dieser Zeit schon besser gemacht hat. Der Artikel ist auf Englisch von Screen Rant, unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt, falls ihr selber nachlesen wollt, aber jetzt natürlich fürs Video habe ich das auf Deutsch übersetzt. Es ist nun fast 2,5 Jahre her, dass Red Dead Online veröffentlicht wurde und es ist immer noch weit weniger als GTA Online. Nicht nur in seinem aktuellen Zustand, sondern auch im Vergleich zu den ersten 2,5 Jahren von GTA Online. Beide Online-Modi starteten ungefähr einen Monat nach ihrem jeweiligen Singleplayer, aber GTA Online erhielt und erhält immer noch mehr sinnvolle Inhalte als Red Dead Online und diese Behauptung werden wir gleich vom Artikel auf die Probe stellen. Nachdem eine Reihe von Launch-Problemen für Red Dead Online, aber auch damals für GTA Online behoben waren, galt es natürlich, neue Inhalte auf den Markt zu bringen. Regelmäßige Updates waren an der Tagesordnung, gerade bei GTA Online, und es sah mal so aus, als würde Red Dead Online diesem Beispiel folgen. Schließlich würde es Sinn machen, dass Rockstar seine Pläne aus dem modernen Verbrecherspiel aufgreift, wenn auch in etwas kleinerem Maßstab. Aber Rockstar schien sich nicht so sehr für Red Dead Online zu engagieren wie für GTA Online. Sei es, weil man die Erwartungen nicht erfüllen konnte oder einfach, weil es keine solide Vision dafür gab. Der Modus hat zu kämpfen. Einige glauben sogar, dass Rockstar das Publikum für Red Dead Online einfach nicht versteht und nicht weiß, wie man es anspricht. Aber es könnte auch sein, dass man es einfach nicht geschafft hat, das Erfolgsrezept ein zweites Mal zu kopieren. Der größte Unterschied zwischen Red Dead Online und GTA Online ist die massive Diskrepanz bei den neu hinzugefügten Inhalten. Nach 2,5 Jahren hatte GTA Online sage und schreibe 21 große Updates unter seinem Gürtel, während Red Dead Online nur 7 hat. Die Frage ist natürlich, was man als großes Update dazu zählt. Es sind ja wirklich jetzt alle Updates von Red Dead Online überhaupt aufgelistet und es gab tatsächlich ein paar vor Frontier Pursuits, vor den ersten 3 Rollen. Die haben zum Beispiel nur Poker hinzugefügt, ein paar neue Waffen, ein paar neue Missionen und so weiter, aber es gab davor auch schon mal ein Update, das hat zum Beispiel nur die Dailies hinzugefügt und dass man die Spieler nicht mehr auf weite Distanzen sieht, also die kleinen Blips auf der Karte, die kleinen Punkte, dass man quasi nicht mehr Leute so weit verfolgen kann und so weiter. Das hat an sich keinen richtigen neuen Inhalt hinzugefügt, sondern lediglich ein paar Quality of Life Standards. Und das gab es genauso natürlich auch bei GTA Online. Da gab es das Strandliebhaber-Update, Lowrider, Highlife, aber eben auch die Heists. Einige Sachen kann man halt ganz gut vergleichen, zum Beispiel die Autos, die rausgekommen sind im Vergleich zu den ganzen Pferden, die rausgekommen sind, oder die Waffen. Oder eben auch die Missionsvielfalt, die Möglichkeiten an Geld zu kommen. Natürlich hat GTA Online kein richtiges Inventar und keine richtigen Rollen, dementsprechend läuft alles über Missionen und wenn da neue Autos rauskommen, neue Waffen, ist das halt so, wie wenn wir ein Update bekommen, wo auch nur neue Pferde und Waffen dabei sind. Also keine super große Sache, trotzdem werden die jetzt in einen Topf geschmissen, wie eben die Heists. Und die Heists kann man ja durchaus mit den größten Updates von Red Dead Online auch vergleichen, was den reinen Content angeht. Wenn man jetzt nur das allerletzte Update vergleicht, sieht es natürlich außerordentlich schlecht für Red Dead Online aus. Kopfgeldjäger Erweiterung, nicht mal eine neue Rolle, sondern nur eine Erweiterung im Vergleich zu Cayo Perico. Laut Rockstars eigene Aussage das größte Update aller Zeiten, neue Kartenerweiterung, riesiger neuer Überfall, Cameos von Rappern wie Dr. Dre, die überdeutlich machen, welches Spiel Rockstars Aufmerksamkeit gerade hat. Natürlich auch da nochmal, das kommt jetzt hier 6 Jahre nach Release vom Online-Modus raus, im Vergleich zu den 2,5 Jahren von Red Dead Online. Es ist ungefähr die gleiche Zeitspanne nach dem letzten Update, aber da war zum Beispiel das Naturkundler-Update auch größer als das Summer Specials DLC. Ja? Also muss man ein bisschen Abstriche machen. Man kann nicht jedes Update natürlich von GTA Online mit dem jeweils zeitgleich erschienenen Update von Red Dead Online vergleichen. Das funktioniert so nicht. Aber die 21 Updates von GTA Online im Vergleich zu den 7, das zeigt schon eindeutig, dass man zu Beginn von GTA Online wesentlich mehr Arbeit und Mühe reingesteckt hat, auch regelmäßiger kleinere Updates rauszuhauen, anstatt ein halbes Jahr lang eben nichts rauszubringen,
dann auch mal eine größere Rolle, klar, aber gerade auch sowas wie die Kopfgeldjäger-Erweiterung, das hat wahrscheinlich die meisten Leute nur eine Woche oder nicht mal beschäftigt. Von dem her ist es wahrscheinlich schon besser, allgemein, gerade am Anfang von dem Spiel, mehrere regelmäßigere Updates rauszubringen. Und da hat sich so ein bisschen Rockstars Fokus auf jeden Fall verschoben. Aber machen wir weiter mit dem Artikel. Obwohl es möglich ist, dass die Pandemie die Entwicklung der Inhalte von Red Dead Online beeinflusst hat, hat Rockstars mangelnde Kommunikation die Fans auf dem Trockenen sitzen lassen. Der Support für GTA Online hat sich in den letzten Jahren auch verlangsamt, aber die Updates, die es erhält, sind umfangreich und spielverändernd. Mehrere neue Raubüberfälle und bemerkenswerte Missionen, ein funktionierendes Casino und vieles mehr haben dafür gesorgt, dass die Spieler in Scharen zu GTA Online zurückkehren. Das muss man schon sagen. Wir haben zwar den Naturkundler bekommen, GTA Online dafür halt das Casino. Und diese Updates sind aber natürlich auch längere Zeit in Entwicklung gewesen als die für Red Dead Online. Die sind wahrscheinlich schon mehrere Jahre in Planung. Gerade sowas wie das Casino oder Cayo Perico mit der Map-Erweiterung. Das kann man also nicht ganz vergleichen, finde ich. Einige GTA Online-Spieler mögen sich über die Absurdität der Inhalte ärgern, die Rockstar hinzugefügt hat, wie zum Beispiel fliegende Autos und weltbeendende Ereignisse, aber es gibt zumindest keinen Mangel an groß angelegten Dingen zu tun. Es ist wahrscheinlich, dass dies nur für die absehbare Zukunft so sein und bleiben wird, da Rockstar den Online-Modus wahrscheinlich in irgendeiner Form verändern wird, sobald GTA 6 erscheint. Die Zukunft von Red Dead Online ist jedoch unklar, sodass sich viele Fans fragen, ob Rockstar den Support einfach zurückzieht, um sich noch mehr auf GTA Online zu konzentrieren. Da Rockstar bereits bestätigt hat, dass es exklusive Updates für die nächste Version von GTA 5, die Expanded und Enhanced Version, für die Next-Gen-Konsolen geben wird, scheint dies nicht ganz ausgeschlossen zu sein. Aber Red Dead Online macht ja auch einiges besser. Es hat eine Menge getan, um sich von GTA Online zu unterscheiden. Seine offene Welt ist viel dynamischer, lebendiger und interessanter. Es gibt jede Menge Möglichkeiten für Spieler, spaßig an Geld zu kommen, ohne jemals eine Mission zu starten, was man von GTA Online nicht behaupten kann. Dort läuft alles wirklich ganz stur und immer gerade von den Missionen aus. Man kann in der offenen Welt zwar das eine oder andere sammeln und das stimmt sogar, man kann damit auch Geld verdienen. Es gibt manche Sammelstücke, womit man dann auch einen Geldbonus bekommt, bei jedem Mal einsammeln. Aber an sich so regelmäßigere Sachen, die man wiederholen kann, wie zum Beispiel Sammlerstücke aufsammeln und einfach nur jagen und fischen, das geht eben nur in Red Dead Online. Und das ist der große Unterschied. Dynamische Events, eine lebendigere Spielwelt, das kommt ja alles von der Story und dem Grundgerüst, dass man ein richtiges offenes Inventar hat, wo man durchscrollen kann. Man kann diese Dinge an verschiedene Händler verkaufen, man kann sie aber auch lagern im Jagdwagen zum Beispiel oder bei Gas, dass man einfach ein paar Pelze dort verkauft und die werden dort dann eingespeichert und man kann sich dementsprechend dann irgendwann später daraus einige Dinge craften, eben ganz wie der Trapper. Also natürlich wurden viele Sachen aus dem Story-Modus übernommen und es gibt auch noch viel Potenzial, dass man noch mehr übernimmt, aber definitiv Sachen, die auch GTA Online gar nicht mehr umsetzen kann. Denn dort gibt es im Prinzip nur Mission oder Open Lobby PvP. Mehr gibt es da nicht, man kann nicht einfach so jagen oder fischen gehen, deswegen ist es auch so wichtig, dass in den Updates permanent neue Fahrzeuge dazukommen, die auch den PvP-Modus verändern und im Falle vom fliegenden Bike vielleicht sogar ein bisschen overpowered sind, damit man eben diese Leute dazu antreibt, diese Sachen dann auch zu kaufen. Damit man dann wiederum bei Missionen seine Ruhe hat bzw. sich verteidigen kann. Man wird also sozusagen frustriert davon, dass man nicht in Ruhe gelassen wird und wird dann motiviert von Rockstar Geld in die Hand zu nehmen, um dann eben auch auf deren Level zu kommen. Das gibt es in Red Dead Online wirklich nur im ganz geringen Maße und ich glaube, sie wollten das auch hier umsetzen und vielleicht passiert das auch noch, aber zum Glück, meiner Ansicht nach, ist das hier nicht so extrem. Man kann natürlich immer noch mit Dynamitpfeilen, die man eigentlich erst später freischaltet, Kutschen überfallen, aber das gibt es auch, wie gesagt, nur dann in dem speziellen Fall und in vielen anderen Fällen lohnt sich das gar nicht, beziehungsweise man wird gar nicht darauf hingewiesen, zum Glück, dass man gerade irgendeine Mission macht, Händler versorgen zum Beispiel oder eine Schwarzbrenner Lieferung oder auch, dass man einfach nur irgendwelche Sammelgegenstände in der Welt aufsammelt, um sie bei Madame Lazar zu verkaufen. Stellt euch vor, andere Spieler könnten euch überfallen und wenn sie euch töten, können sie euch einen Sammelgegenstand aus dem Inventar klauen. Das wäre absolut schrecklich und würde richtig für Griefer-Action sorgen. Witzigerweise ist ja genau das, was man in der Story von Red Dead 2, aber eben auch in GTA Online die ganze Zeit ist, nämlich ein Verbrecher, das, was eigentlich in Red Dead Online fehlt. Man kann zwar den Schwarzbrenner haben, der so ein bisschen in die Richtung geht, aber alles andere sind eigentlich keine Verbrecherrollen, sondern ganz andere Jobpfade, die man zwar auch mit dem
Wilden Westen in Verbindung setzen kann, zu einem gewissen Maße, aber eigentlich nicht der Fokus ist, die Rollenspielfantasie gewissermaßen von ganz vielen Leuten. Nach 2,5 Jahren hat der GTA Online zahlreiche Geschäfte, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, Quality-of-Life-Verbesserungen, Raubüberfälle und mehr erhalten. Es war schwer, das Interesse an dem Spiel zu verlieren, da Rockstar ständig neue Inhalte hinzufügte, die von Bedeutung waren. Die bisher aufregendste Erweiterung für Red Dead Online war das Schwarzbrenner-Update, das fast 1,5 Jahre zurückliegt. Zumindest laut diesem Artikel. Meiner Ansicht nach war es definitiv Frontier Pursuit, das überhaupt erst die Rollen eingefügt hat und sogar gleich 3 auf einmal. Das war damals eine richtig aufregende Zeit. Red Dead Online würde einfach sehr davon profitieren, wenn man neue Story-Missionen, käufliche Immobilien, Raubüberfälle oder andere Gang-Aktivitäten hinzufügt, die es schon in den ersten paar Jahren von GTA Online gab und die hier immer noch nicht ganz realisiert wurden. Wenn es um die Unterstützung von Red Dead Online geht, reichen wöchentliche Rabatte und kostenlose Pakete in der Poststelle einfach nicht mehr aus. Wenn es schon keinen Singleplayer-DLC für Red Dead 2 gibt, sollte das Unternehmen Red Dead Online zumindest so spielenswert machen wie GTA Online. Ein schönes Abschlusswort vom Artikel, wie ich finde. Und auch wenn ich nicht hundertprozentig immer mit der Ansicht vom Artikel übereinstimme, bin ich schon im Großen und Ganzen mit der Kernaussage zufrieden. Deswegen wollte ich den auf jeden Fall mal mit euch besprechen. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich verabschiede mich an der Stelle mit einem Shoutout an meine Kartoffelritter, die mich finanziell mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Vor allem meine Prophet, Chris, der Joker, René, Markus, Matze, Big Chris TV, Little Assassin, der Lukas, Gerald, Chili, Tom, Christian, Grey Shooter, ADAC offiziell, Noxy und Sonic. Vielen Dank an euch. Ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Boom. Ba-ba-dum, boom. Ba-ba-dum, bam. United Potatoes. United Potatoes. Potatoes, Potatoes. United Potatoes.